Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt mir im vergangenen Jahr viele, viele Fragen gestellt und jetzt ist es endlich mal Zeit, sie für euch zu beantworten. Los geht's! Welches Handy war laut deiner Meinung das Beste im Jahre 2018? Im Jahre 2018 ist eine Menge passiert mit den Handys. Aber ihr habt mich gefragt, welches Handy denn das Beste in meinen Augen 2018 war. Und ich habe klar einen Favorit. Das Huawei Mate 20 Pro. Ich habe es für euch ausgepackt, ich habe es für euch getestet und in meinen Augen, wow, wirklich das beste Handy überhaupt. Allgemein schon von den Kameras her, besser geht's nicht. In der Nachtfunktion zum Beispiel, wenn ich damit irgendwelche Fotos gemacht habe, wow, really so perfect. Und das Display 6,4 Zoll groß mit abgerundeten Seiten. Wow, es macht immer wieder Spaß, das Gerät in die Hand zu nehmen. Es macht immer wieder Spaß, mit dem Gerät zu arbeiten. Und tja, was soll ich sagen? Das beste Handy 2018, Huawei Mate 20 Pro. Lohnt es sich noch im Jahr 2019 ein iPhone 8 zu kaufen? Das ist eine ziemlich spannende Frage. Meiner Meinung nach, ich bin ein großer Feind vom iPhone 8 und vom iPhone 8 Plus. Das Design ist immer noch das gleiche wie beim iPhone 6, beim iPhone 7 und dementsprechend ist das Design beim iPhone 8 genau das gleiche. Bis auf die Rückseite, die ist aus Glas und man kann es dementsprechend jetzt per Induktion laden. Okay, das ist aber ein alter Schuh mittlerweile. Und deshalb bin ich ein sehr großer Feind von dem iPhone 8, iPhone 8 Plus. Deshalb gebe ich euch einen guten Rat, wenn ihr euch ein neues iPhone kaufen wollt, dann greift eher zum iPhone 10R oder zum iPhone 10S. Das sind deutlich stabilere, deutlich schönere Handys, aber das iPhone 8, hey Leute, wir sind im Jahre 2019, lasst die Finger davon. Oder wartet bis im September, da kommt das neue iPhone 11 raus. Ich glaube, das lohnt sich definitiv mehr als das iPhone 8. Wie bist du dazu gekommen, YouTube zu machen? Ja, YouTube hat bei mir 2007 angefangen. Ich war ein sehr großer Freund von den Videos von Felix Barlinger. Ich gucke mir seine Videos heute noch gerne an und ich bin ein sehr großer Freund von dir, Felix, weil du machst deine Videos echt mega, mega toll. Und das hat mich so ein bisschen inspirieren lassen, selber Technikvideos zu machen. Also hey, du bist dafür verantwortlich, warum ich heute YouTuber in Sachen Technik bin. Schöne Grüße an dich, du hast nämlich jetzt vor 2 Tagen geheiratet. Und ich wünsche dir mit deiner Frau alles, alles Gute zu deiner Hochzeit und hey, auf die kommenden glücklichen Ehejahre zwischen euch beiden. Nutzt du oft und gerne Apple Pay? Apple Pay Magic. Ja, es ist wirklich ein Rand der Magie. Wenn ich zum DM-Markt gehe und einkaufe, dann ist es immer sehr spannend, wenn ich dann immer sage, hey, ich möchte mit Apple Pay bezahlen, aber so irgendwie hat keiner so die Ahnung, was Apple Pay überhaupt ist. Natürlich, klar, es gibt Apple Pay in Deutschland erst seit einigen Tagen. Aber dennoch macht es mir unheimlich viel Spaß, irgendwo einkaufen zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte mit Apple Pay bezahlen und jeder sagt, hey, das geht gar nicht. Dann sage ich, hey, ich möchte mit Karte zahlen und dann kommt diese große Frage, okay, wo hat der Typ seine Karte? Und ich kann sagen, hey, ich habe meine Karte nämlich hier direkt vor Ort an meinem Arm. Und das ist immer sehr spannend, die Leute dann zu sehen bei den Reaktionen, wenn ich mit der Uhr bezahle. Ja, ich nutze unheimlich gerne Apple Pay. Eigentlich versuche ich 2019 nur noch mit Apple Pay zu bezahlen und habe aber angefangen letztes Jahr im Sommer mit Boon. Was sagst du zu dem neuen iPhone XR? Ja, im Jahre 2018 ist das iPhone 10R rausgekommen. Und ich freue mich sehr darüber, weil das wirklich ein mega tolles iPhone der aktuellen Generation ist. Aber es hat auch seine Schattenseiten. Touch ID fehlt und das großzügige OLED-Display fehlt. Ja, leider macht es das auch nicht besser, dass das iPhone 10R ein bisschen größer als das iPhone 10 ist. Aber dennoch, alles in allem, wäre das mein definitiver Favorit momentan, wenn ich mir ein neues iPhone zulegen würde. Also definitiv Daumen hoch für das iPhone 10R, weil das ist echt mit der Glasrückseite und in der Farbe Rot eins der schönsten iPhones, was die Welt je gesehen hat.
Und hey, ob ich jetzt ein OLED-Display hat oder ein ganz normales LCD-Display, scheiß was drauf. Den Unterschied als Laie zu sehen, ist relativ gering. Also viel Spaß mit eurem neuen iPhone 10R. Ja, und das war's auch schon. Ich habe für euch 5 Fragen beantwortet und die nächste Folge Frag den Wager kommt nächsten Sonntag wieder um 19.45 Uhr und da werde ich natürlich weiterhin für euch Fragen beantworten, die ihr mir stellt. Vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, wenn wir uns dann wiedersehen bei Frag den Wager.